So, jetzt weiter mit meinem Script-Tutorial. Heute geht es mal um User-Teleport, beziehungsweise generell einen Teleport-Comment. Es gibt zwar irgendwie hier einen Script-Essentials, ich muss allerdings sagen, mir gefällt das irgendwie zum großen Teil gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Comments sind irgendwie nicht wirklich sehr, ich weiß es nicht, wirklich nicht an Essentials angelehnt. Das sind irgendwie teilweise wirklich schwierig zu verstehen und nicht besonders authentisch. Also ich denke mal, als User hat man da echt Probleme, die Comments zu verstehen, beziehungsweise die Benutzung zu verstehen. Weil normalerweise, jeder kennt es aus Essentials, slash TP, Level Up zu God Bless the Noobs oder so. Also, oder andersrum, das ist ganz egal. Und in diesem anderen Essentials, was es hier gibt, da hast du es irgendwie, glaube ich, nicht so, beziehungsweise anders. Und ja, ich habe es auf alle Fälle mal, beziehungsweise einmal was verbuggt, beziehungsweise das eigentliche Script Essentials, der Gegner Teleport kommt irgendwie gar nicht. Vielleicht was einfach für eine ältere Version oder so, weiß ich nicht. Ich habe es auf alle Fälle ein bisschen umgeschrieben, ein bisschen verändert. Zum Beispiel, dass man einfach eingeben kann, slash TP. Keine Ahnung, Spieler X und halt nicht eben eingeben muss, slash tp level up Spieler X. Also quasi einfach ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter. Und was ich allerdings vergessen habe, fällt mir gerade ein, ist, dass man sich zu Koordinaten teleportieren kann. Das wollte ich nämlich eigentlich auch noch mit einbauen. Ich glaube, ich habe das früher irgendwie mal in den anderen, also in mehrere Comments aufgeteilt. Wäre jetzt vielleicht noch ganz interessant gewesen. Aber ich denke, wenn man es generell schon mit, also ohne Koordinaten haben wir, glaube ich, jetzt schon relativ viel zu tun. Und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir mal direkt an. Wie gesagt, Ziel ist eigentlich generell jetzt, den Comment, wie ich hier schon schreibe, so kompakt wie möglich zu gestalten. Beziehungsweise für User so kompakt wie möglich zu gestalten. Und deswegen müssen wir hier viel einrücken, wie ihr euch vielleicht schon vorstellen könnt. Man kann immer sagen, je einfacher das für die User ist, desto schwieriger, desto ja, komplizierter ist es im Prinzip dann zu programmieren. Deswegen genau am besten gut dabei bleiben und vielleicht nicht so weit vorskippen. Vorausgesetzt, ihr wisst nicht, was er macht oder ihr seid euch nicht sicher. Was er macht und so, dann ist vor oder dann ist irgendwie hier vorspulen und so, glaube ich, keine so gute Idee aktuell. Genau, auf alle Fälle slash tp offline player. Ich weiß gar nicht, warum wir offline player genutzt haben. Ich glaube, was war das? Ich weiß nicht mehr den Grund, warum. Irgendwie, vielleicht was wegen Bungee Cord, irgendwas oder so. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht geht auch Player. Player müsste eigentlich normalerweise funktionieren. Wüsste zumindest aktuell keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte, deswegen keine Ahnung. So, auf alle Fälle, wir haben dann früher mal eine Permission eingefügt. Ist jetzt wie gesagt optional, könnt ihr auch rauslassen, sk.tp. Und wir haben auch noch Aliases. Und zwar kann man das Ganze eben als nicht nur mit slash tp machen und so. Ich weiß, das ist glaube ich so der verbreitetste Comment, aber es gibt irgendwie auch Leute, die irgendwie den Comment nicht mal kennen, die noch nicht gehört haben. Und deswegen haben wir hier mal noch Tele eingefügt, dann haben wir noch irgendwie TP, 2P und logischerweise Teleport. Ganz klar. So, dann brauchen wir einen Trigger. Und jetzt erstmal Comment Conditions ohne Ende. Argument 1 ist set. Warum ist es hier? Ich dachte mir, warum ist es ein anderes Grün als. Na gut, okay, passt schon. genau, Argument 1 ist Set. Argument 1 ist quasi hier der erste Spieler. Ich überlege gerade, wie ich es aufbaue. Einfach runtertippen. Oder eins nach dem anderen. Immer hier erstmal das fertig machen, dann das nächste, dann wieder alle einrücken und so. Ich glaube, runtertippen ist jetzt auf alle Fälle einfacher zum Nachschreiben oder zum Mitschreiben, weil das andere ist jetzt halt komplett kompliziert. Dann das erklärt zwar vielleicht das Ganze ein bisschen mehr, ein bisschen besser und so, aber ich glaube, zum Mitschreiben und zum wirklich Lernen, und ich denke mal, wirklich Lernen tut man nur Mitschreiben, glaube ich, ist es jetzt nicht so gut. Deswegen, ich würde mal sagen, ich glaube, wir tippen es einfach runter und ich erkläre es nur einfach später, was das Ganze auf sich hat. So, dann kommen wir zum nächsten. Argument 1 ist a Player. Man könnte hier, ich meine, normalerweise Offline-Player, deswegen.
Ich weiß gar nicht, warum habe ich das so eingeschrieben? Ach ja, genau. Argument 1 ist a player. Aus dem Grund, weil theoretisch der Spieler offline sein könnte. Deswegen frage ich mich, wie gesagt, gerade warum wir nicht einfach Player genutzt haben. Es gab vermutlich irgendeinen Grund, warum wir offline Player genutzt haben. Vielleicht, oder ich denke mal, es war vielleicht wegen Bungee Quad und so. Aber ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher. Und deswegen. Oder vielleicht, dass man es von der Konsole ausführen konnte oder so. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich kein Plan. Auf alle Fälle braucht man eben einen Check, um zu schauen, ob es ein Spieler ist. Quasi Argument 1 checkt, ob es ein Spieler ist. Wenn nämlich der Spieler offline ist, dann kommt nämlich zurück, es ist kein Spieler. Und dann können wir eben halt senden, dieser Spieler ist nicht auf dem Server. So, dann brauchen wir natürlich noch Argument 2 ist set. Argument 2 zum zweiten Offline-Spieler, quasi wenn wir es nur reinschreiben, slash TP, God bless the Noobs, dann würden wir uns zum Argument, dann würden wir es uns quasi zum ersten TPen. Deswegen müssen wir schauen, ob das Argument 2 gesetzt ist, weil wenn es nämlich nicht gesetzt ist, dann kann der Comment ja so ausgeführt werden und dann kommt eben keine Fehlermeldung irgendwie, Argument 2 nicht gesetzt oder so. Oder es fehlt irgendwas oder so. So, und dann kann man zum Beispiel noch dann zum Beispiel, wenn man jetzt noch das Ganze für Teammitglieder wählt und so, dann soll sich nicht einfach jeder zu jedem teleportieren können und es soll sich auch nicht, es soll auch nicht jeder Spieler andere Spieler zu sich TPen können, weil einfach wegen des unglaublichen Trollpotenzials, das ist ganz logisch, brauche ich nicht erklären. Deswegen bauen wir noch eine Permission ein. Player has permission sk.tp.address. So. Nicht ausrasten, wir rücken nochmal ein. Argument 2 ist Player. Quasi hier das Ganze wie hier oben, einfach nur schauen, ob der Spieler online ist. Das ist hier quasi der Check, ob es ein Spieler ist. Wenn er eben offline ist, dann steht halt eben da, ist es kein Spieler. Ist ein bisschen, ja, strange, aber ist halt so. Genau. Und es geht weiter. Nochmal mit Tab. Und zwar, wir hatten früher mal ein Ding gemacht, vor ganz, ganz langer Zeit haben wir noch den Slash-Back-Comment gemacht. Hier kann man quasi mal wirklich reinschreiben. Ich weiß, das ist gerade schon echt ewig her. Ich kann mal schnell schauen, ob ich das irgendwie finde hier. Tutorial Basics. Oh Gott, was waren das hier? Back-Comment, hier, Mann. Genau. Wir haben hier zum Beispiel, das ist ein anderes Script. Dann kann man eben Slash-Back eingeben. Und hat dann quasi zu seinem Backcomment und halt wieder zurückkommen, also zu seinem Backpunkt kann man zurückkommen. Das Ganze, der Punkt wird gesetzt, wenn man sich TP, wenn man Home eingibt, wenn man Warp eingibt, wenn man stirbt und wenn man sich halt eben teleportiert. Theoretisch würde On-Teleport eventuell reichen, aber ich überlasse ganz ehrlich gesagt nicht gern was zum Zufall, deswegen setzen wir das Ganze hier Backpoint.%, Argument 1%. Wie gesagt, das Ding ist, das braucht jetzt nur. Solltet ihr quasi den Backcomment nutzen von mir, dann macht das logischerweise Sinn. Ansonsten braucht das nicht. So, Argument 1. Genau, wollte ich erklären. Wait one tick, brauche ich nicht erklären. Teleport Argument 1 to Argument 2. Das ist eigentlich nur der eigentliche Comment. Das ist eigentlich der eigentliche Teleport. Es ist nur eine Zeile von 25 insgesamt. Deswegen ist es eigentlich lustig, aber ja. Ist quasi nötig, um das Ganze halt eben so zum Laufen zu bringen, wie wir es dann eben wollen. So, dann können wir noch einen Comment einbauen. Ich habe da auch noch einen schönen Satz vorbereitet. Und zwar auch schon hier farblich und so hervorgehoben: Du hast Spieler 1 zu Spieler 2 teleportiert. Genau. Glaube ich mal, das ist immer dann so, dass ich dann die Sätze hier oder dann die Nachrichten direkt reinpaste, weil sie extra nochmal schreiben und so, das ist nervig und ich denke mal, schreiben von euch kann jeder, deswegen genau. So, ach ja, genau, mal kurz erklären, wir auch noch an der Zeit. Quasi, wenn hier ein Teammitglied, beziehungsweise jemand, der eben die Permission hat, um andere zu TPen, also quasi, damit ich hier God bless the Noobs zu Level Up TPen kann, brauche ich halt eben die Permission SKTP-Address. Es wird gecheckt, ob das Spieler online ist. Es wird der Backpunkt zum Argument 1, also zu dem eigentlichen Spieler, der teleportiert wird, gesetzt. Das heißt, wenn Teammitglied den Port hat, kann sich per Slashback wieder zurück teleportieren. Ist übrigens sehr sinnvoll, weil es gibt nämlich ansonsten oder kann ein bisschen ja, Rage vielleicht geben von manchen Usern. Zumindest habe ich so das Ganze erlebt, in Erinnerung. Und
Genau, dann sind wir zum Beispiel hier nochmal, beziehungsweise wenn es eben kein Spieler ist, also wenn er halt eben offline ist, dann kommt die Nachricht hier. Dieser Spieler ist nicht auf dem Server. Und dann kommt ein Stop. Genau, das war im Prinzip so der Comment für die Spieler. So, einmal einrücken, wäre dann die Permission, da braucht man nichts zu machen, das haben wir schon. So, dann kommen wir quasi hier oben hin dann zu Argument 2 Set. By the way, das Layout ist extrem gut, vor allem zum Erklären, weil man hier nämlich schon die Linien sieht und man erkennt dann direkt, welche Tab ist wo. Hier Argument 2 ist Set, Argument 2 quasi, wenn eben dann zweiter Spielername angegeben wurde. So, dann machen wir wieder folgendes Set. Backpoint.%. Player Prozent to Location of Player. So, wie gesagt, einfach auch, dass man halt dann sich ganz normal zurückdeployen kann. Und jetzt wird es noch einfacher. Teleport Player to Argument 1. Ganz simpel. Also was es quasi macht, wie gesagt, es führt einfach im Prinzip den Command aus. TP, Level Up, teleportiert den Spieler Y zu Level Up, also zum Argument 1. Eigentlich, ich merke gerade, dass so das Script gar nicht mal so kompliziert gehört. Ich hatte es irgendwie schwierig in Erinnerung, oder zumindest zum Erklären dachte ich mir, wird das vielleicht ein bisschen kompliziert und so, aber ich denke mal, es geht eigentlich. Wenn man sich halt eben zum Spieler teleportiert hat, dann soll die Nachricht kommen, du hast dich zu Argument 1 teleportiert. Dann kommt wieder ein Stopp, weil das Ganze ist dann quasi fertig. Dann drückt man nochmal eins ein. Argument 1 ist Player. Das gleiche wie bei Argument 2 ist Player. Wenn es eben nicht zutrifft, ist das Spiel nicht auf dem Server. Nur nicht, dass er Argument 2 ist, sondern Argument 1. So, dann kommt wieder ein Stopp rein. Und dann rücken wir nochmal ein. Und wenn Argument 1 nicht gesetzt ist. Normalerweise ist es sinnlos, oder es erscheint zumindest sinnlos, sagen wir mal so, wenn man es hier dann so reinschreibt. Denn das Ding ist, es kann ja jeder Argument 1 eingeben. Klar, vielleicht schreibt aber jemand einfach nur slash tp rein und dann soll natürlich für den Spieler eine Nachricht kommen. Damit eben weiß, wie den Comment nutzen muss, auch wenn es eigentlich relativ obvious ist, aber naja. So, dann senden wir auf alle Fälle bitte nutze. Was ist das? 7 war Geld? Ne, Lila? Weiß ich gar nicht. TP-Player. Und am Schluss ein Stop. So. Das ist es eigentlich schon. Genau. Einmal speichern. Dann kommt ein SK-Reload-Scripts. Time-Set. Wow. Wir haben ein paar Tabs verkackt, kann das sein? Line 9. 9. Oh, hier fehlt ein Doppelpunkt. Nee, ich will nicht. Reloaden. Genau, ein Doppelpunkt fehlt und das spuckt irgendwie 8 Errors aus. Genau, so. Ach so, jetzt muss ich erstmal einen Account online holen. I see. So. Dauert kurz einen Moment. So, slash tp muss ich mal eingeben. Bitte benutze, ach stimmt, so ein hellgrau, nicht lila. Bitte benutze slash tp player. Wenn wir zum Beispiel schon mal hier anfangen würden, ich logge jetzt extra noch nicht ein, slash tp got, achso, man ähnlich, wir schreiben irgendwann einen Namen rein. Dieser Spieler ist nicht auf dem Server. So. God bless noobs, join the game. Slash tp, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, wenn man nur jetzt eingibt, slash tp got. Genau, es funktioniert sogar, nice. Oder zum Beispiel slash tp got. Ah, kann man das drauf verzichten? Machen wir es mal so. Nur die paar Anfangsbuchstaben. Tp got zu love. Funktioniert ganz genauso. Ich glaube, Minecraft macht es ja generell so, dass es die Anfangsbuchstaben vergleicht und dann eben den passenden Spieler, zumindest soll das so funktionieren, ich weiß, es funktioniert nicht immer so, dann zu dem jeweiligen Spieler eben teleportiert. So, wir haben übrigens die Permission, weil wir natürlich Admin sind. Wir haben auch keine No Protection drin, das heißt, ihr könnt jeden Spieler überall hin teleportieren, auch wenn gerade Schaden kriegt. Und könnte man auch noch mit einbauen, sodass man über den Boden teleportiert wird, aber ich denke mal, das ist nicht so wichtig. Und manchmal ist es sogar relativ hilfreich, wenn man das eben nicht so hat und nicht so macht. Und deswegen können wir noch kurz was testen. Hier mal einmal das Ding. So, jetzt gehen wir kurz mal auf den Charakter hier. So, wir stehen aktuell hier und jetzt wollen wir zum Beispiel zurück, weil es der
Du wirst Admin teleportiert, slash back. Ah, und es funktioniert nicht, okay. Ich glaube, jetzt können Permissions, oder? Slash OP. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Hier. Slash OP. God bless the noobs. Ich glaube, ich brauche eine Permission, oder? Kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr. Slash back. Genau, eine Stunde braucht die Permission. Okay, hat funktioniert. Ich weiß nicht, wenn man nochmal Slashback macht, dann sind wir wieder hier. Da, zurück. Funktioniert einwandfrei. Genau, dann würde ich erstmal sagen, das war's mit dem Tutorial. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Script-Tutorial.